Ja, Kontrolle, Fixierung, Definition. Ich bin nicht sehr interessiert an Normen und Definitionen. Ich habe nicht wie viele Kolleginnen und Kollegen meine Bibliothek zu Hause und auch zu Hause kein Schreibzimmer. Versuche das ein bisschen voneinander zu trennen. Das heißt, das ist hier mein Schreibzimmer, mein Ort, meine Bibliothek auch. Das ist ein Werk von Christoph Büchel. Ich schreibe ja viele Texte für Künstler und Architekten. Und manchmal fragen sie mich, ob ich ein Werk als Tausch haben möchte statt eines Honorars. Und dann sage ich natürlich ja, gerne. Das ist ein Geschenk von einem Doktoranden, Nick Drofiak, der vor kurzem abgeschlossen hat. Und seine Doktorarbeit spielt unter anderem in Nordsibirien. Ich habe ihn damals überzeugt, dass er dahin gehen solle und das nicht alles von hier aus tun soll. Er selber ist extrem musikalisch und spielt sie. Ich habe sie jetzt bis jetzt noch nicht spielen gelernt. Ich bin ja Historiker der Kunst und Architektur, Theoretiker der Kunst und Architektur. Die beiden Bereiche kann man nicht klar voneinander trennen, denke ich. Und eine der Aufgaben, die ich in dieser Tätigkeit sehe, ist es, Orte aufzuspüren, wo sich historische Veränderungen manifestieren. Orte, wo ein Zusammenkommen von Kräften manifest wird. Auf den Reisen, die ich mit Studierenden unternehme, gehen wir sehr gern an solche Bereiche. Es ist, als ob die Geschichte dort ein bisschen schneller abläuft. Wie wenn man einem Strom einen Strudel hat, der entsteht, weil ein Stein am Boden des Stroms sich befindet und sich dann alles in Bewegung versetzt. So kann man an diesen Orten manchmal Dynamiken klarer sehen als, sagen wir mal, am Paradeplatz. Die Kraft der Erinnerung, da ist ein eminentes Mittel, glaube ich, im historischen Zugang. Als Historiker brauche ich ja immer eine Art Zugangspunkt zu etwas. Ein Eingangspunkt zu einem Früheren. Dieser Eingangspunkt kann eine Figur sein, also ich kann mich dem über eine bestimmte, zum Beispiel Künstlerfigur nähern oder ein Artefakt oder ein Buch, aber ich brauche eine Art Stalker im Sinne von Tarkovskis Film, eine Figur, die diese Vermittlung ins Frühe unternimmt. Da spielt zum Beispiel die eigene Kindheit und Adoleszenz eine große Rolle. In meinem Fall ist die Kindheit teilweise in den USA in den 60er Jahren. Das heißt, ich kann durch Erinnerungen zum Beispiel, wie jedes Jahr die Automodelle wechselten und wir als Kinder genau wussten, was ein 55er, 66er, 67er Dodge ist, kann ich zum Beispiel die Leserinnen und Leser oder auch die Studierenden in diese Zeit hineinführen. Es geht mir eigentlich immer darum, die Vergangenheit und das Jetzt im Austausch zu behalten. Oder anders gesagt, fragen zu können, warum kommen uns bestimmte Dinge aus der Vergangenheit jetzt aktuell vor? Ich habe das Glück, dass ich ein Forschungsprojekt in Singapur leiten darf, zusammen mit meinem Kollegen Alex Lehnerer und einem kleinen Team. Und das trägt den Titel 17 Volcanoes. Und ich versuche diesen Naturforscher namens Franz Wilhelm Junghuhn als eine Art Guide zu folgen und ihn zugleich als Vermittler zwischen dem Damals und Heute zu verwenden. Wir haben entschieden, wir folgen ihm und besuchen 17 seiner Lieblingsvulkane. Das hier ist übrigens der Merapi. Und der Merapi ist der berühmteste aktive, auch gefährliche Vulkan auf Java, mit dem wir außerdem dann neben dem
quasi laufenden Projekt, wo ich eine kleine Gruppe immer habe, auch mit einer großen Gruppe von Studierenden aus Zürich hingegangen bin. Das war ein sehr wichtiges Erlebnis, auch für das ganze Projekt, weil es mir geholfen hat, die Vulkane fast wie ein Bauwerk wahrzunehmen. Also so viele Architekten auf einem Berg, die beginnen über die Textur, über die Geräusche, über die Gerüche der Gesteine zu diskutieren, als ob sie sich in einem ziemlich großen Haus befänden. Die Vulkanscheine stehen hier. Das ist die letzte Expedition, die wir im Januar gemacht haben, zum Bromo in Ostjava. Die nennen das Lava Bomb. Die nehme ich so als Souvenir mit. Ich meine, ich habe jetzt keine Verwendung dafür, aber ich lasse sie hier immer stehen und denke dann dran. Und deswegen ist für mich das Hingehen, das Rausgehen, das Reisen ein absolut unverzichtbarer oder essentieller Teil von Forschung und Lehre. Aber eben das Unvorhergesehene, das Zufällige und die Intensität, die Aufmerksamkeit, die da ist bei der Bewegung im Raum, Die bringt sehr viel mehr Daten und Erkenntnisse zutage als eben das Reisen im Ohrensessel.